Vor dem Islam? Haben Sie auch so Angst vor dem Islam? Haben Sie so Angst vor dem Islam? Angst vor dem Islam? Haben Sie auch so Angst vor dem Islam? Wahnsinnig Angst vor dem Islam. AfD, Kagida, Pegida, Hogesa. Eure Demos laufen kein Meter. Jeder kann euch den Rassismus ansehen. Wir können eins und eins zusammenzählen. Denn kein Flüchtling kürzt deinen Lohn und erhöht die Miete deiner Wohnung. Pro auf die Straße gehen, pro Tatendrang. Aber who the fuck ist dieser Abend? Bei jedem Schritt, den ich mache, stoße ich auf so viel Widerliches, Kriegerisches. Sie zündeln, konstruieren, freuen sich die Frieden ist nicht, solange wir uns darauf einigen. Kapital als Gott zu akzeptieren, werben, Waren steinigen. Ob Odessa, Gaza oder Donetsk. Achtung, Armut kommt jetzt, hilf uns Frontex. Komplex, die Achse des Guten bombt jetzt. Brauch ne Pause, wenn ich mich auf den Balkon setz. In die Zeitung guck, erfahr, warum das Blut fließen muss. Spiegel oder Jungle World, sie schreiben für Devisenfluss. Das ist ekliges, ex-linkes Diebesgut. 1+1, gleich wer Pegida-Schuh. Rechtsaußen, die Demokratie im Nahen Osten. Wie die schmeckt, kannst du gerne nahrhaft kosten. Rezept, Operation, starker Face. Doch welche Klasse dies nützt, frage dich selbst. Oder glaube dem stolzen Demokratie-Export-Weltmeister. Ohne Wahl, ohne Bestellung, kein Mord war dreister. Lügner, Sniper, Versus am Boden liegender Linker. Auf den Thron selbstgefällig, regelnde Kinder. AfD, Kagida, Pegida, Hogesa, eure Demos laufen kein Meter. Jeder kann euch den Rassismus ansehen. Wir können eins und eins zusammenzählen. Denn kein Flüchtling kürzt deinen Lohn und erhöht die Miete deiner Wohnung. Pro auf die Straße gehen, pro Tatendrang. Aber who the fuck ist dieser Abendland? Dieses Jahr gab's so Scheiße auf dem Gabenteller. Kreuzritter verkleidet als verteidigende Abendländer. Alte braune Wurzeln finden 17.000 Samenspender, die was anders wollen, aber nicht den Staat verändern. Nein, sie wollen bloß nicht zu weit gehen. Ihnen wird's schon reichen, wenn die Ausländer heimgehen. Lernt erstmal rechnen, ihr Haufen Idioten. Sachsen hat 2% Ausländerquote und über 8%, die keine Arbeit finden, obwohl die Statistik auf arabischen Zahlen gründet. Ist also klar, dass ihr misstrauisch seid. Die Geschichte hat angerufen, Misthaufen Zeit. Also müssen wir das aktiv erledigen, denn ekliger als ihr ist nur die Rolle von den Medien, die sich ohne Scham jetzt noch schnell als Progressive tarnen. So, als ob sie vorher nichts geschrieben haben, jetzt vor Pegida waren. Voll die Aufgeklärten, ich zitiere Berlichingen. Ihr lest besser Zauberlehrling, denn Pegida sind die Geister, die ihr rief. Mit eurer ständigen Islamophobie schafft ihr die Minimis von Sarrazin und Broder. Und wenn der Haufen dann in grellen Farben lodert, stellt sich die Frage, wer war Biedermann, wer Brandstifter? Wer die Bleistiftmine, wer der Anspitzer? Wer war die Tinte und wer war die Feder? Warum ist Pegida angepisst wie Harald Weber? Ihr sagt bestimmt, das wären hinkende Vergleiche. Ich bin ehrlich, ihr stinkt mir zu sehr nach Leiche. Also lese ich nur die Zeichen dieser Zeit. Kein Vertrauen in Medien, kein zur Polizei. Wollen wir nicht, dass Rassisten wieder lynchen? Sollten wir es machen wie in Kasselbonn und München? Solange Politiker die Angst weiter nähren, müssen wir selber den Anfängen wehren. Das heißt nicht nur Lieder droppen und auf Frieden hoffen, sondern rausgehen und Pegida stoppen.